Willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es wieder um Cosmos und vor allem, wie wir für Cosmos, den Coin an sich, Atom, mehr Value bringen können. Und das Zauberwort dafür ist Interchain Security wie auch Liquid Staking. Wir haben ein großes Problem beim Staking allgemein, denn unsere Coins sind gelockt für 21 Tage und diese können wir nicht nutzen, um zum Beispiel in die DeFi-Applikation Yield zu generieren. Das soll sich ändern, indem wir eben diesen Coin, der gestaked ist, als repräsentativen Token, also als Liquid-Token, nutzen können in DeFi und so trotzdem weiterhin Sicherheit für das Netzwerk, also für die Chain bereiten können, indem wir halt unsere Coins staken, wodurch die Validatoren neue Blöcke zur Blockchain hinzufügen können, beziehungsweise Blöcke validieren können, aber gleichzeitig auch dieses Kapital, das wir nutzen, um die Chain zu sichern, nutzen für eben Yield-Farming in verschiedenen DeFi-Applikationen. Und dafür schauen wir uns einen Beitrag von Cryptositor an auf Twitter und noch die verschiedenen Ideen eben, wie das umgesetzt werden kann. Und damit herzlich willkommen zum ersten Thema, und zwar Liquid Staking, ein Thread von Cryptosito. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich markiere euch unten in den Kommentaren seinen Kanal auf YouTube. Er ist auf Englisch, der größte Cosmos-YouTuber, und staked auch gerne mit ihm. Und damit gehen wir einfach direkt erstmal weiter zur ersten Sache hier unten drunter. Was ist Staking überhaupt? Staking ist im Endeffekt die Methode von Proof of Stake, wie wir eben neue Blöcke zur Blockchain hinzufügen können. Aktuell liegt die Inflation eben bei 12%, wie wir hier sehen im Bild. Und weil eben nicht alle Leute staken, teilt sich diese Inflation auf, nur die Leute auf, die staken, und somit bekommen wir, wenn wir staken, eine 19%ige APR aktuell. APR heißt immer, die ist noch nicht pounded, das heißt, theoretisch könnten wir täglich unsere Cosmos Rewards claimen und so eine APY auf 3 Jahre bekommen, die natürlich deutlich höher liegt. Weiter geht's mit dem Problem von Proof of Stake Chains in Cosmos, und das ist allgemein diese Unbonding Period, das heißt, dass deine Coins, die eben für Staking genutzt werden, gelockt sind. Auf Osmose sind das zum Beispiel 14 Tage, auf Juno sind das Ganze 28 Tage, Arcash Network 21 Tage. 21 Tage ist übrigens auch die Zeit, die ist bei der Atom Chain. Das heißt, 21 Tage lang können wir unsere Assets nicht nutzen, wenn wir sie eben aus dem Staking rausholen möchten. Und im Endeffekt hält das eben nur die Leute davon ab, diese Coins weiterhin zu nutzen. Das heißt, Staking muss sehr attraktiv sein, damit die Leute das weiter betreiben, wenn es höhere APRs gibt. Und dementsprechend verlieren die Leute halt einfach Geld. Und um das zu vereinfachen, hat man hier vorgeschlagen, dass man die Position, die Staked Assets, eben liquide nutzen kann, eben mit einem repräsentativen Token. Und diesen kann man dann nutzen im DeFi-Bereich, um eben verschiedenen Projekten Lending Borrowing zu betreiben. Was würde natürlich passieren, wenn die Leute trotzdem ihre Coins nutzen können, obwohl sie gestaked sind? Klar, wir würden eine höhere Rate an Bonding haben im Vergleich zu jetzt. Und die Leute würden einfach, dadurch, dass die Bonding-Rate höher ist, noch mehr das Netzwerk dezentralisieren wie auch sichern. Zum einen gibt es dafür Plattformen, wo du halt einfach deine Coins, die du aktuell bei Kepler ganz normal gestaked hast, unstaken musst, dann diese praktisch auf denen ihre Plattform transferieren musst, um dann dort eben den repräsentativen Token zu bekommen, indem du halt über diese Plattform stakest. Oder eben ganz normal, indem eine Applikation sagt, okay, die sind gestaked auf der Kepler, über Kepler Dashboard, beziehungsweise einfach on-chain sind die hinterlegt. Wir geben dir dafür liquide Mittel frei. Ein Ansatz ist eben von Tsaki Manian, das ist ein relativ krasser Developer in Cosmos. Schaut dann an ihn, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Er hat eben Optionen vorgestellt, bei denen man nicht seine Coins erst unstaken muss, sondern einfach direkt wirklich nutzen kann als Liquid Staking Token. Das hier ist aber alles Zukunftsmusik, das heißt, wir müssen erstmal schauen, wie es in der Zukunft weitergeht und wie das Protokoll hier umgesetzt wird. Eine Alternative ist P-Stake, dort können wir aktuell schon das Ganze machen, indem wir über den ihre Plattform, leider ist es noch nicht so, dass wir dafür nicht unstaken müssten, aber wir können dort bereits unsere Coins draufgeben aufs Protokoll, dann werden unsere Coins, die gestaked sind, als Stake Assets auf der Presence Chain freigegeben, und diese können wir dann ganz normal in DeFi nutzen. Und es gibt sogar die Möglichkeit, verschiedene Assets aus anderen Ökosystemen zu nutzen, zum Beispiel BNB, Solana oder Ethereum. Und ich habe tatsächlich durch Persistence 5 Atom auf die Ethereum-Chain geschickt. Die sind zwar gestaked, das heißt, ich bekomme Staking Rewards auf der Persistence-Chain für meine Cosmos. Allerdings kann ich dann sogar diese Staked Atom auf der Ethereum-Chain nutzen. Die nächste Option ist über Quicksilver. Quicksilver ist eine Blockchain, die das Ganze launchen wird in Q3, wie es ausschaut. Das Ganze ist ein eigenes Ökosystem, wie das heißt, es geht nicht wieder einfach so, sondern wir müssen das wieder über Quicksilver alles launchen. Da soll es aber möglich sein, dass man eben nicht whitelisted Validatoren braucht, sondern das einfach über jeden Validator machen kann. Ein weiterer Player, der aktuell noch gar nicht in Cosmos so krass drin ist, ist Lido Finance. Und Lido Finance, bekannt aus verschiedenen Ethereum-Ökosystemen, Solana, Polkadot, Polygon-Netzwerken, wird eben auch irgendwann dieses von Tsaki, das Modell nutzen, um eben auch auf Cosmos ihre Dienste bereitzustellen. Das heißt, dort können wir auch ganz normal dann wieder unsere Atome, die gestaked sind, als liquide Mittel nutzen
Und das geht dann halt genauso wie dieses Stake Ethereum. Aber damit das Ganze funktioniert, muss erstmal die Governance Proposal 72 durchgebracht werden. Das ist die hier. Und zwar einfach das Liquid Staking and DeFi to the Cosmos Hub with Interchain Security. Also wenn diese Governance Proposal durchgeht, haben wir Chancen, dass eben Lido Finance ebenfalls über Cosmosen einen Contract aufsetzt, wo wir dann diese Stake Assets nutzen können. Also, was heißt das Ganze zusammengefasst nochmal für uns? Und zwar, wir können aktuell nur über P-Stake Liquid Staking betreiben. Wir müssen bis Q3, 4 warten, dass wir es über Quicksilver oder Lido Finance machen können. Und eben diese Governance Proposal ist auch nochmal das Wichtige, bis die überhaupt launchen können. Wer natürlich direkt auf dem Laufenden bleiben will und Englisch kann, der kann gerne bei Cryptosito vorbeischauen. Der wird auf Twitter posten, sobald es Neuigkeiten gibt. Ansonsten werde ich auch ein Video machen, sobald es dazu wieder Neuigkeiten gibt. Und jetzt nochmal ganz kurz zu Interchain Security. Dazu gibt es schon ein Video auf meinem Kanal, das verlinke ich auch nochmal unten. Ganz kurz gesagt, Interchain Security ist einfach, dass die Atomchain andere Blockchains mitvalidiert, damit die keinen eigenen Validatoren-Set brauchen. Und das Ganze könnte dann eben so aussehen, dass wir Atom staken und dann eben von dem Validator nicht nur Atom als Reward bekommen, sondern auch eben von diesen anderen Chains die Rewards. Einfach gesagt wäre es so, wenn es zum Beispiel Juno keine eigenen Validatoren-Set hätte und auch Osmosis nicht, würden wir zum Beispiel durch Atom nicht nur Atom-Rewards bekommen, sondern zum Beispiel auch Osmosis und Juno. Das heißt im Endeffekt, welche Chain auch immer sich validieren lässt von Cosmos, wird Staking-Rewards an die Cosmos-Staker rausgeben. Wow, ich würde mal sagen, das ist ordentliche Ladung an Value, die eben dem Cosmos-Coin Atom zur Verfügung gestellt wird durch Liquid-Staking und eben Interchain-Security. Wenn du nichts mehr verpassen willst, lass mir gerne ein Abo da. Lass mir gerne ein Like da, schreib gerne in die Kommentare, wenn du weitere Videos zu bestimmten Sachen sehen möchtest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut und ciao.